stormy day, the wind blew all around. No one was outside the ocean to see the ship arrive that night. The port was friendly and peaceful tonight. The bars were full of life. But everything, my dear, changed at night when pirates started to burn that night. Watch out, watch out, watch out tonight. Pirates are... Moin. Jo, ich wollte euch heute einen kleinen Klapper von Sanremo vorstellen. Ist ja auch schon ein bisschen länger her. Jetzt gibt's ja mittlerweile einige Modelle neu auf dem Markt. Ich habe das nicht so sehr verfolgt in den letzten, da sagen wir mal, 12 Monaten. Ja, aber jetzt ein paar Stück am Start, die werden auch in den nächsten Wochen kommen und die ich einzeln mal präsentiere. Und das erste Modell ist das 7053 LUC GPV, der vielleicht schlimmste Messername aller Zeiten. Oh Mann, keine Ahnung, was die Chinesen bei Kaiser oder jetzt Sanremo da reitet. Früher hatte Sanremo ganz normale Namen, 963, das 710er etc. Und warum die das jetzt gemacht haben, das verstehen die wahrscheinlich nur selbst. Ganz, ganz komisch. Aber egal, ich nenne es jetzt einfach das Gecko. Ja, finde ich ganz passend wegen den Griffschalen. Die sind aus G10 und auch wirklich so weit gelungen. Da haben wir auf beiden Seiten dieses ineinander fließende Muster mit dunklen Grün, ins hellgrün Olive übergehende und so ein paar orangefarbene Wellen noch. Muss ich ganz ehrlich sagen, sieht ganz schick aus. Das ist ganz cool. Könnte ich mir insgesamt als Griffschale komplett ganz gut vorstellen. Ja, hier halt sind es halt einfach nur Aufsätze. Ist ein recht komisches Messer. Die Klinge ist verflucht tauglich. Technische Daten findet ihr in der Videobeschreibung. Ist jetzt echt nicht die längste Klinge, aber kam sauscharf ab Werk, also wirklich sauscharf. Hat einen Hohlschliff und ist ein richtiger Slicer. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Ist auch recht dünn gehalten von der Klingenstärke. Da kannst du wirklich gut mitschneiden. Nicht die längste Klinge, also nicht für alle Aufgaben tauglich, aber ja. Für so einen Boxcutter oder halt mal ein Brötchen ausschneiden, passt das alles schon. Die Verarbeitung insgesamt ist sehr sauber. Der Detent greift ganz toll und hält die Klinge ganz zuverlässig. Lässt sich wunderbar aufflippen, hat einen weichen Klingenlauf. Der Liner verriegelt perfekt. Null Klingenspiel. Absolut null, in keinerlei Richtung. Und geschlossen steht das Teil auch. Ziemlich perfekt. Also wirklich, die Verarbeitung ist super, was sie da mittlerweile auf den Markt werfen. Ist große Klasse. Ah, die Griffschalen sind schon nett. Bin ein bisschen hin und her gerissen bei dem Teil. Einerseits ist es ein bisschen Gimmick. Hier haben wir den Gurtschneider. Das ist immer so ein Ding. Ich frage mich halt, ob sie den nicht einfach hätten weglassen sollen oder diesen Schwung einfach ran ans Messer ohne Gurtschneider. Wird vielleicht besser aussehen. Jetzt hat man hier ein Zusatzwerkzeug. Wie tauglich es ist, das sei mal dahingestellt. Vermutlich nur so lala. Ist ja meistens nicht so dolle. Hier haben wir einen Karabinerhaken. Finde ich immer ganz gut. Ist ganz witzig. Ne? Kann man mal schnell an den Rucksack hängen oder an die Hose irgendwo anklippen. Das ist schon ganz gut. Außerdem kann man damit Flaschen öffnen. Das habe ich schon probiert. Das geht. Ähnlich wie beim Leatherman. Also das sind dann gleich zwei Tools in einem. Hier hinten haben wir noch einen kleinen Glasbrecher mit einer gehärteten Spitze. Aber auch hier stellt sich wieder die Frage, ob das Teil wirklich was taugt. Ich kann es euch nicht sagen. Naja, wer insgesamt auf das Teil steht, rein vom Design, der kann hier getrost zuschlagen. Die Teile kosten nichts. Bezugmöglichkeit findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die sind ja wirklich spottbillig. Die Verarbeitung ist top. Der Stahl ist bekannt und gut. Nettes Teil. Also ich bin aber ein bisschen zwiegespalten.
Liegt auch in großen Händen relativ passabel, aber ist natürlich kein großartiger Worker. Dafür ist das Design dann doch ein bisschen zu abgefahren. Der Griff einfach doch ein bisschen zu kantig hier überall. Steht ja doch immer ein bisschen was über von den Stahllinern. Und gerade hier hinten, wenn man härter arbeitet, das dürfte dann doch sehr unangenehm sein. Aber so als kleines Messerchen, als Backup oder als Eyecatcher, wie gesagt, gibt bestimmt einige, die finden die Optik ganz nett von dem Teil. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich das dann für die paar Kröten holt. Hier nochmal ein Farmer im Vergleich. In etwa die gleiche Länge. Das Sanrenmu ist ein ganz bisschen, das Gecko ist ein ganz, ganz bisschen länger. Vielleicht einen Zentimeter knapp. Alles klar. Okidoki, das war's von mir. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.